Mein Name ist Christian Gugl. Ich forsche am Institut für Kulturgeschichte der Antike an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Was ist Ihre Forschungsfrage? Unsere Forschergruppe beschäftigt sich mit den erhalten gebliebenen metallenen Trachtbestandteilen, sogenannten Fibeln, und mit Gürtelbestandteilen. Wie finden Sie eine Antwort? Wir scannen diese Artefakte mit Laserscanner. Diese 3D-Modelle werden dann am Computer ausgewertet. Man kann sie eben virtuell vermessen oder man kann auch sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Was haben Sie bisher herausgefunden? Damen in Pannonien, in Noricum, Damen zum Beispiel im Osten des Reiches, in Palmyra, also im heutigen Syrien gelegen, sind völlig anders gekleidet, haben völlig anderen Schmuck, Kopfschmuck, Brustschmuck. Das sind wirklich ganz unterschiedliche Welten, die sich da auftun in der Bekleidung der Personen. Warum ist das wichtig zu wissen? Bekleidungsaccessoires spielen damals wie heute eine große Rolle, wenn es darum geht, eben die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen zu definieren. Das sind im Grunde auch Themen, Stichwort Migration oder demografische Veränderungen, die auch in der Gegenwart durchaus wichtig sind.